Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fallout New Vegas. Und wir werden jetzt hier mal die ganzen, zumindest zwei Stimpaks zurück, RNK-Leute wieder ausplündern. War ja doch ein ziemlich heftiger Kampf jetzt das letzte Mal, aber wir haben es gemeistert. Mit Mühe und Not. Eine autoritäre Brille. Cool, will ich haben. Cowboy-Repetierer. Weiß noch nicht, kann man eventuell verkaufen. Erkennungsmarke und noch mehr Stimpaks. Hier noch Revolver, Munition. Die habe ich schon. Besten Ranger-Outfit, ne. Hülse nehme ich noch mit, die wiegen ja nichts. Da müsste hier jemand sein, genau. Deswegen hat die wohl so viel ausgehalten. Gut, die Ranger werden weg. Jetzt müssen wir uns hier um die Monster kümmern. So, ziehen wir die Brille mal noch auf. Sieht dann bestimmt ganz cool aus. Ach ja, die Flammenwerfer hätten wir ja auch noch gehabt. Ist aber nicht so ganz fit. Dienstgewehr. Alter Freund, lang nicht mehr benutzt. Okay. Hier die Viecher scheinen das zu sein. Sind das Ameisen? Riesensoldatenameise. Oh, die kennen wir ja noch aus dem dritten Teil. Da haben wir die aber schon relativ früh getroffen. Und, ja, jetzt mit unserer aktuellen Ausrüstung gehen die einigermaßen. Okay. Ah, hallo. Töten Sie irgendwas. Die hat Ameisenfleisch dabei. Und du? Ne. Ich glaube, so viel. Ich gehe mal gerade hier auf die lokale Karte. Ja, wir waren doch nicht die Viecher, die wir hätten töten sollen. Die scheinen sich hier irgendwo zu befinden. Mal gespannt, was das dann ist. Was für Viecher wir dann zu tun haben. Noch kann ich nichts anwählen. Wahrscheinlich ist alles Teufelskrallen oder so. Irgendwas riesiges, dickes. Ach, sind doch Ameisen. Na dann. Gut, die ist erledigt. Ich schätze mal, die anderen kommen jetzt hier hoch. Ja. Bewegt sich allerdings sehr komisch, die da. Okay, die anderen sind hier festgehangen. Gut, die werden weg. Durchladen.
Okay. Dich noch. Dich noch. Okay, eine scheint noch da zu sein. Oh, wir sind schon ganz nah an Stufe 9. Das mag ich sehr gerne lesen. Ach, oh, wie süß. Das Killerspiel, ich schätze mal, da gab es jetzt wieder einen Erfolg. Aber wie schon gesagt, ich habe die abgestaltet. So, jetzt haben wir eine neue Stufe. Genau, Stufenaufstieg, sehr cool. Da will ich jetzt mal wieder ein bisschen was auf Schusswaffen. Und aber auch wieder 10 in Sprache. So. Ja, und reparieren. Bisher ging es ja noch einigermaßen. Dietrich könnte ich mal wieder bei Gelegenheit. Yep. Fertig. Irgendwo scheint hier noch eine rumzulaufen, oder? Ne, ich glaube, wir sollen es wieder zurück. Haben wir das jetzt soweit abgeschlossen? Gut. Dann mal ab, Bescheid sagen und ich denke mal, dann kann Cass auch mit. Hey. Hey, hey. So. Ich weiß die Hilfe zu schätzen. Wünschte, ich hätte mehr Arbeit für Sie, aber im Moment habe ich nichts auf dem Radar. Ah, das ist klar. Oh, das gab auch positiven. Das gab, glaube ich, auch irgendeine freie Dings. Achievement. Hatten Sie nicht eine Belohnung erwähnt? Nein, ich hatte gesagt, dass Sie ein paar Vorräte bekommen würden und das meinte ich auch so. Das Anheuern von Söldnern ist am Außenposten verboten. Aber es könnten ein, zwei Anforderungen verloren gehen und niemand würde es prüfen. Hier, bitte sehr, ganz unter uns. Oh, Dienstgewehr, gut, da können wir unseres mal reparieren. Ich weiß die Hilfe zu schätzen. Wünschte, ich hätte mehr Arbeit für Sie, aber im Moment habe ich nichts auf dem Radar. Oh, hat sich doch gelohnt, okay. Passen Sie. Dann gehe ich mal mit Cass reden. Ja, hey. Jetzt haben wir doch wieder ein bisschen positiven Ruf bei der RNK. Aber es ging ja leider nicht anders. Leider. So, wir haben jetzt hier. Oder soll ich mit dem Gelehnt. Dich wird man nicht. Ich gehe hier nicht weg, wenn du dich einer Karawane anschließen willst. Pass. Also muss ich doch wahrscheinlich den Gelehrten Jameson finden. Die Frage ist, wo der ist. Mhm. Dann gehe ich jetzt aber noch schnell nach Prim. Aufgaben, zack. Den haben wir jetzt ja begnadigt. Lokale Karte, Weltkarte. So, ab nach Prim, dann sagen wir dem Sheriff gerade noch Bescheid. Da haben wir die Aufgabe auch abgeschlossen. Stimmt, der stand ja hier vorne. Da. Danke, dass Sie mir die Begnadigung besorgt haben. Ich und meine Jungs werden den Prim nach dem Rechten sehen, versprochen. Gut. Passen Sie da draußen auf sich auf. Das gab dann wieder 300 Erfahrungspunkte. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und wieder eine Aufgabe weg. So. Okay, dann gehen wir mal zu der Karawane und gucken, ob wir da irgendwas erledigen können oder irgendwie. Ich habe keine Ahnung, wie wir jetzt Cass dazu bringen. Mitzukommen. Vielleicht kann man ja bei der Karawanenführung irgendwas regeln. Hoffen wir mal das Beste. So, dann hier mal wieder rein. Oh. Können wir? Nee.
nichts herstellen. Hier ist ja auch nicht viel los. McLafferty ist eine harte Wache, Wache. Ich weiß auf jeden Fall, was sie da tut. Wo ist die denn? Ist sie gerade auf dem Klo? Nö. Schläft auch nicht. Gehen wir mal hier rein. Ah. So, Radio aus. Lafferty ansprechen. Willkommen zurück. Toll. Na gut, dann machen wir das mit der Arbeit mal. Leider haben wir aktuell keine freien Stellen für Karawanentreiber oder Wachen. Aber ich bräuchte einen Boten. Klingt gut. Was muss ich tun? Geben Sie Dr. Hildern diese Rechnung. Sie finden ihn im Camp McCarran. War mir eine Freude. Gut, Camp McCarran. Ich hoffe mal, das haben wir auch schon. Sie tritt schon wieder Ärschel. Passen Sie bloß auf. Ja, ich dreh dich gleich. Dürfen wir nicht dran. So, Aufgabe. Die Rechnung der Kamenroten Karawanenkompanie zu Dr. Hilden in Camp McCarran bringen. Camp McCarran haben wir doch auch schon entdeckt, oder? Scheinbar nicht. Ja, wir können auch hier direkt zu den Waffenschiedemann reisen. Das habe ich jetzt bisher noch ganz übersehen. Kann ich denn irgendwo... Ich würde ganz gern nochmal nach... Auf diesem Ach, das ist die Rechnung. Auf diesem Holoband finden Sie eine Rechnung für diverse aus Shady Sands in Kalifornien gelieferte Waffen, wissenschaftliche Ausrüstungsteile. Der vorgesehene Empfänger des Holobands ist Mr. Thomas, nee, Dr. Thomas Hildern. Aber rein theoretisch, wir haben jetzt unseren tollen Pass. Wahrscheinlich unter Sonstiges. Genau, der gefälschte Pass. Und damit sollten wir jetzt ja rein theoretisch auch an diesen Robotern vorbeikommen. Für die Bonitätsprüfung haben wir im Moment noch nicht genug Geld. Da haben wir ja auch eine ganze Menge Geld gerade ausgegeben. Gut, ich gehe hier gerade noch auf die Waffen. Dann, ach ja genau, wo wir schon mal dabei sind, reparieren wir noch schnell das Dienstgewehr. So. Dann Daten, Weltkarte, Nordtor. Ich glaube, da dürfen wir jetzt einigermaßen gut reinkommen. Ja, genau da wollte ich hin. So, Kollege. Unterziehen Sie sich einer Bonitätsprüfung und zeigen Sie Ihren Ausweis, bevor Sie sich dem Tor nähern. Unbefugte werden erschossen. Hier ist der Ausweis. Bitteschön. Danke, Sir. Sie können weitergehen. Sehr gut. Gut, das können wir nicht. Hallo Strip. Okay, dann schauen wir uns mal auf dem Strip hier um. Willkommen in New Vegas. Okay. Oh, dem geht's auch. Howdy, Parker. Gut. Sie haben eine lange Reise hinter sich, was? Willkommen in New Vegas. Ach, du tauchst offenbar überall auf, Victor. Wissen Sie was, Partner? Ich glaube, ich kann Sie ruhigen Gewissens in mein kleines Geheimnis einweihen. Es wäre doch Unfug, wenn der alte Victor in einem Securiton feststecken würde. Ein Fingerschnippen und schon bin ich im nächsten. Netter Trick, was? Aber fragen Sie mich nicht, wie ich das mache. Ich weiß es nämlich selbst nicht. Ah, okay, der kann also einfach seine Identität durchwechseln. Was machen Sie hier? Betrachten Sie mich als Ihr persönliches Begrüßungskomitee. Aufgemerkt.
Der Obermacker von New Vegas, Mr. House, will Sie unbedingt kennenlernen. Gehen Sie einfach zum Lucky 38. Das ist dieser riesige Turm, der verdächtig nach Roulette aussieht. Alles klar. Warum gibt ein Roboter eigentlich diese Einladung weiter? Sehen Sie, Mr. House hat uns Securitrons hergestellt. Da kann ich doch zumindest seine Nachricht weiterleiten. Trödeln Sie nicht, er wartet. Ja, mach ich später. Ja? Warum sagen die Einschienenbahn? Das ist ein Zug. Am liebsten würde ich euch alle ausschlafen könnt. Ja, die scheinen ordentlich gefeiert zu haben. Hey, Sie, kleiner Rat von mir. Sie sehen aus, als könnten Sie etwas zum Schutz gebrauchen. Ich kann Ihnen da vielleicht weiterhelfen. Womit ich handle? Mit allen möglichen Waffen, die leicht zu verbergen sind. Damit kommen Sie problemlos in jedes Casino. Das klingt interessant. Waffen, die leicht zu verbergen sind? Ja, kleine Pistolen oder Messer. So Zeug fällt den Wachen nicht auf, wenn sie einen filzen. Oh ne, da sind wir noch nicht genug zu gut genug zum Schleichen. Warum sollte ich eine Waffe an meinem Körper verstecken müssen? Warum? Ganz einfach. Man darf keine Waffen ins Casino mitnehmen, darum. Die nehmen einem alles ab. Sie sagen zwar, dass man später alles wiederbekommt. Aber ich habe lieber eine kleine Versicherung dabei, wenn meine Kronkorken auf dem Tisch liegen. Dann zeigen Sie doch mal, was Sie haben. Schauen Sie sich mal diese Schmuckstücke an. Messer, Rasiermesser, ja, die schallgedämpfte Pistole haben wir ja schon. Wie ist denn der Zustand von unserer? Nö. Ziemlich gut. Ich glaube, da werde ich mir die gerade mal kaufen. Und Munition sieht auch gut aus. Okay. Ich habe gerade einen Monatssold verzockt. Ich schwöre dir, ein Schienenbahn nett. War direkt da vorne. Irgendwo. Ja, das sind hier die ganzen RNK-Soldaten, die sich hier besoffen haben. Schön. Macht jetzt mal keinen Ärger. Das ist das Lucky 38. Wir müssen bald mal eine Pinkelpause einlegen. Da gehen wir aber noch nicht hin. Gut, erstmal hier Waffen verbessern. Gegenstände, Waffen. So, reparieren. Damit wäre die jetzt soweit fertig. Da haben wir jetzt noch eine als ja, Notfall. Gut. Daten. Aufgaben. Dann mal ab zum Tops. Da sollen wir es wahrscheinlich hier durch. Ja. Zum New Vegas Trips. Und dann, wie gesagt, die Sachen gucke ich mir später mal an. Ich will mir jetzt erstmal Benny vorknöpfen. Das hier ist es Tops wahrscheinlich. Genau, Erdgeschoss des Tops Casinos. Hey, hey, guter Mann, herzlich willkommen im Tops Hotel und Casino. Ich muss Sie bitten, mir all Ihre Waffen auszuhändigen. Okay, die versteckten Waffen behalte ich allerdings, bitte sehr. Locker und lässig, so gefällt mir das. Keine Sorge, bei uns sind Sie absolut sicher, bis Sie wieder gehen möchten. Oh, und ein Rat unter Freunden. Wenn Sie während Ihres Aufenthalts Waffen finden, tragen Sie sie nicht offen. Alles klar? Da wir dieses kleine Geschäft erledigt haben, was kann ich tun, damit Ihr Aufenthalt im Tops auch tatsächlich top wird? Mach ich später mal. Viel Spaß, Baby.
So, dann werde ich nämlich jetzt mal einen Folgenstopp machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. In der nächsten Folge gucken wir, ob wir Ben hier drin finden. Oder ob der nochmal woanders weitergezogen ist. Bis dann, danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.